Der Studiengang hat genau das kombiniert, was mich interessiert hat. Zum einen die Wirtschaft, das, was ich schon gemacht habe, von Lehre her. Und zum anderen aber gleich die Informatik-Elemente, die es drin hat. Und auch wirklich halt den Fokus voll auf die Mobilität gerichtet. Die Mobilität ist ein ständig steigender Anteil an der Wertschöpfung in modernen und reichen Volkswirtschaften wie der Schweiz. Und da gibt es insbesondere zwei Herausforderungen. Die eine ist die der Nachhaltigkeit, der Umweltverträglichkeit. Die andere ist die der Kapazitäten. Die Kapazitäten sind ja begrenzt und beides gilt es zu lösen. Wir sind Pionier, habe ich das Gefühl. Also es ist ja wirklich ein ganz neuer Studiengang. Und durch das kennt man sich auch, also es ist persönlich. Und der Mix, den wir jetzt haben, wir sind ja auch an drei Departementen untergeordnet, den habe ich so schon nie gefunden, also das ist einzigartig. Das Data Science, also die richtige Informatik, hat mich immer schon mega interessiert. Und da haben wir jetzt auch recht viel schon gehabt und auch wirklich auch vom Aufbau her, wir sind wirklich gut mit den Dozenten. Sich auch individuell auf uns eingehen. Der neue Studiengang bindet von Anfang an Data Science ein. Und so erwerben Sie ein Skillset, das Sie nicht nur fit für die Mobilitätsbranche von heute und morgen macht, sondern auch für den Arbeitsmarkt insgesamt. Praxispartner sind auf ganz vielfältige Weise bei uns im Studiengang mit eingebunden. Die kommen als Gastreferenten in unsere Module. Es gibt Module, die komplett von Praxispartnern auch geleitet werden. Ein Vorteil ist für die Studierenden, dass sie sich gleich ein Netzwerk bilden können und so eigentlich auch den Sprung auf den Arbeitsmarkt schaffen. Im Idealfall lernen sie ihre zukünftige Arbeitgeberin während des Studiums kennen. Passend ist der Studiengang für alle, die keine 8-15-Ausbildung suchen, sondern die gerne sich gerne in verschiedenen Bereichen weiterbilden möchten und natürlich auch, die gute Affinität zur Mobilität haben.